So, da sind wir auch schon wieder zurück, immer noch am Einstellen der Bahnhöfe. Das wird natürlich eine Weile dauern. Ich würde jetzt noch einen Rohstoff hier einstellen wollen. Einfach, dass wir es da haben. Und auch einfach, weil einfach ist. Oh Gott. Oh Gott. Ja. Komm, der Spruch ist von dir, Cody. Tu nicht so. Der ist nicht von Cody. Ich kenne ihn von Werbung. Cody, also ist es von Cody. Ganz einfach. Werbung. Schleichwerbung. Schleichwerbung? Oh. Ich bin nicht schuld. Ich kenn's von Cody, also war so gesehen ist dann Cody der Schuldige für die Schleichwerbung. Nein, das ist gar nicht von mir. Das ist von Falter. Echt? Ich aber immer mit. Kohlenstoffdioxid. Boah, wo macht man das nochmal? Ich nachrede. Welche waren das? War das hier oben Kohlenstoffdioxid? Ja, da oben beim. Okay. Ganz am Arsch der Welt da oben. Dann auf geht's. Theoretisch, das ist eingestellt. Die Abnahme ist auch schon eingestellt. Also sprich, wir müssen auch nicht mehr wieder hierher kommen. Das passt. Wir sehen auch ab und zu fährt hier wieder ein Zug raus. Das finde ich schön. Mittlerweile auch, wenn man gucken hier so im Netzwerk 2. Wobei Netzwerk 2, wenn ich da gucke, sehe ich ja nicht, was eingelagert ist. Ich muss schon ins Netzwerk 1 gehen. Ja, da ist noch viel Luft nach oben, ne? Sag ich mal. Ich glaube, Teer ist halt auch so eine Sache einfach. Kohlegas ist mittlerweile. Oh! Ah, wobei, nee. Man sieht nur die Symbole. Ich dachte schon, alles wieder voll. Hä? Fehlen da Pumpen oder warum ist das so? Ach, weil da noch Pumpen nachpumpen. Alles klar. Gut, die Pumpen pumpen nach. Gut. Ist okay. Was eine Pumperei. Was eine Pumperei. Ja, oh, richtig. Ich freue mich jetzt schon aufs Rendern nachher. Ich habe keine Ahnung, wie die Folgen heißen. Blödsinn, Blödsinn und Blödsinn. Ja, wahrscheinlich echt. Blödsinn, größerer Blödsinn, noch mehr Blödsinn. Lagerblödsinn. Und der Blödsinn nimmt kein Ende. Hey, was ist denn hier los? Blödsinn to the max. Wieso fehlt dir Synthesegas? Oder anders gefragt, wie kam hier je Synthesegas her? Das ist eine verdammt gute Frage. War das doch gleich. Dan, 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 dan. Verfolgen wir mal das Rohr. Das geht. Ach, guck mal, hier ist ein Synthesegasbahnhof. Der ist auch umgestellt. Ah, Synthesegas ist. Wir müssten den Bahnhof theoretisch auf 3 umstellen. 100 Pumpen ins Lager gelegt, 100 Pumpen werden abgeholt, instant. so wie immer mache ich mal wieder was ich nicht machen wollte. Das ist schön. Es läuft einfach in Factorio. Man läuft 2 Meter und sieht, ach, guck mal da, funktioniert was nicht und schon macht man was anderes. So, wir verlängern jetzt einfach den Bahnhof hier. Ups. Upsi. Kostet extra, das weißt du. Ja, ach. Passt. Da zahle ich. So viel wie Dossi extra zahlen muss. So viel wie Dossi extra zahlen muss, kann er in seinem Leben, glaube ich, nicht mehr verdienen. Aber echt. Ihr nehmt mich aus wie eine Gans. So. Ich habe noch keinen Euro davon gesehen. Das ist nicht mein Problem. Also doch mal die netten Leute aus Russland mit den Baseballschlägern vorbeischicken bei dir. Du meinst im Kasso Moskau? In Kasso Moskau. So, stellen wir hier auf 5 um, da müsste theoretisch gleich einer kommen. Na? Ach nee, wir haben ja. Na doch, minus 89k, passt. Was haben wir hier eingestellt? 90k. Wieso haben wir hier 90 eingestellt? Achso, weil wir 3 Tanks hatten, die maximal 30. Ja, ist okay. So, Zug kommt. Sollte passen. Das heißt, hier geht dann auch gleich wieder alles los. Aber deswegen waren wir ja hier gar nicht.
wollten das Kohlenstoffdioxid anschließen. Immer durch den Umbau gab es gerade ein paar Kristalle. So, das Einzige, was wir hier machen müssen, ist theoretisch das hier auf die 5 stellen und das hier auf die 2 stellen und dann müssten hier bald halt, haben wir hier ein Zugmaximum? Ne, haben wir nicht. Das sollten wir vielleicht auch noch einstellen. Nicht an Mindestmenge. Ne, maximale Zuganzahl 2 mache ich mal hier. Weil hier steht einer und dann steht hier einer. Gut, im Endeffekt könnten es auch 3 sein. Ja, komm. Machen wir 3. Das ist okay. Geht eh nicht, stimmt, weil wir hier auf die Tanks gehen, die 80k nur haben. Ja, dann war es eh egal. Okay. Dann überlegen wir mal. Danke, Autosave. Das Blöde ist, wir haben, glaube ich, immer noch massiv Probleme mit Landaufschüttung. Kann das sein? Oh Gott. Massiv ist untertrieben. Ja gut, wenn kein Eisen verbraucht wird bei dem aktuellen Aufbau, kommt halt auch keine Landaufschüttung. Ja, gibt es noch eine zweite Landaufschüttungsanlage irgendwo? Nö, aber schmeiß doch von irgendwo anders Stein rein. Na, ich brauch's ja jetzt. Dann, oben war ja mal bei mir eine, aber die ist, glaube ich, nicht mehr aktiv, ne. Hier war ja mal noch eine. Die ist schon lange nicht mehr aktiv. Weiß ich, hatte Bromi nicht mal noch eine Landaufschüttungsanlage? Was? Nicht? Ich würde bei der Antwort auf definitiv Nein tippen. Ja, ich glaube auch. Nicht. Ich habe ein bisschen Stein rumfahren, aber keine Landaufschüttung. Ja, das bringt nicht viel. Na gut. Oh, ich stehe im Weg. Ja, okay, Entschuldigung. Frage ist eher, wo gehen wir jetzt hin? Hm. Weil hier stehe ich nicht besser. Hm. Lass mich mal kurz nachdenken. Was können wir noch tun jetzt? Also, das hier funktioniert. Wir beliefern jetzt mittlerweile 4 Flüssigkeiten nach da unten. Das ist okay. Hier läuft auch alles wie im Schnürchen. Leider das Sediment hier oben weiterzumachen, kann ich jetzt ohne Landausschüttung erstmal nicht machen. Weil ich den Bahnhof hätte ich gerne hier und würde diese Anlage hier auch nochmal hinsetzen, nur rein für die Bahnhofsbelieferung. Wird schwer. Das heißt, da können wir auch erstmal nicht weitermachen. Die Leiterplatten 1. Gut, wir könnten schon mal die Anlage einfach weiterziehen. Das können wir machen. Dann fahren wir schon mal nach da unten. Das können wir definitiv machen. Ich habe auch, soweit ich weiß, schon ein paar Anlagen reingeschmissen unten in so eine Kiste. Das heißt, wir müssen hoffentlich nicht so viel von Hand craften. Ah, guck mal hier. Ein bisschen das Inventar so lang aufräumen. Pressure Pipes, haben wir die hier noch irgendwo? Eine habe ich vorhin oben reingeschmissen. Ja, ja, da bin ich gerade. Ich gucke gerade, was ich wo reinschmeißen kann. Ein Reformer, ich glaube, den gibt es hier nicht. Ja, brauchst du wieder Pumpen? Frage. Ja. Hast du hier absichtlich noch kein grünes Kabel gezogen? Oh. Nee, das wurde vergessen. Okay. Einfach nur von rechten Masten auf rechten Masten. Nicht lange noch, nee. Achso, ja, du musst unten noch einen Masten setzen, ja. Am besten für die Symmetrie dahin. Ah, jetzt, was macht er denn jetzt? Also. Müsste schon unterwegs sein, oder? Ja, ah ja, da kommt auch schon der erste Kohlenstoffdioxidzug. Sehr gut. Wir sind mittlerweile auch angekommen. Perfekt. Hier wird wieder nichts abgebaut. Was ist hier los? Hier ist Ethin voll. Hä? Und warum arbeitet ihr da nicht? Ah, das ist ja kacke. Ich habe einen Nachteil von unserem tollen Filter-Mining-Mod gefunden.
Ui. Oder es wurde gepatcht. Das weiß ich nicht. Hier, wo ich stehe, war mal LED. Dementsprechend konnte das Etin durch die Erzförderer durch. Jetzt ist unter den Erzförderern nichts mehr. Jetzt haben die sich gewechselt und können keine Flüssigkeiten mehr durchlassen. Das ist schlecht. Also entweder liegt es an diesem Filtermod für die Sachen. Also das hatte ich bei mir, ich habe den auf meiner Karte ja auch drauf, mal festgestellt. Da ist es aber immer nur, wenn du frisch den Filter drüber ziehst. Ja, aber ich habe ja hier nirgends einen Filter drauf. Hier hinten auch, Dussi. Ja, ich weiß. So. Alter, bescheuert. Ja, das ist eher schlecht. Ja. Aber ich bin... Gut, ich werde es mal hier beobachten. Warte, muss ich jetzt mal bei meinen Filtern nochmal gucken hier. So, och, guck mal hier, da kommt ja wieder was Schönes. Da kommt mal wieder ein bisschen Melamin her, Harz. Beim Uran ist es nicht passiert. Okay. Vielleicht habe ich auch zu Demonstrationszwecken mal einen Filter darüber gesetzt. Kann natürlich auch sein. Möglich. Ja. Okay. Ich erinnere mich zurück, als wir an dieser Anlage waren. Wir haben hier Kupferplatten. Wir haben uns kurz überlegt. Rumi. Ja. In deiner Anlage, die du jetzt ja vorhast zu bauen. Ja. Baust du auch Kupferkabel und bietest die an? Kupferkabel sind doch im Angebot. Im LTN in Massen? Ich mach mal den LTN-Tracker an. Wahrscheinlich habe ich den Bahnhof noch nicht eingestellt oder. Ach Fehler da, nee, doch, ist im LTN drin. Ich wusste nicht, dass du die Anlage da oben. Und die Tinnet-Wire sind daneben. Ah, stimmt, da ist auch noch ein Bahnhof. Okay. Alles da. Alles klar, cool. Cool. Lege ich jetzt gerade. Die brauche ich. Brauche ich die auch? Warte, Leiterplatten 1. Habe ich hier irgendwo Tinnen. Ach, scheiße, jetzt sind die Fließbänder nicht mehr befüllt. Also hier habe ich die Kupferkabel. Hier fehlt was. Das heißt, Leiterplatten werden auch nicht mehr hergestellt gleich. Was fehlt denn denen? Das kommt hier. Ach, Keramik fehlt denen. Oh! Also Leben. Stimmt, ich hab's ja abgerissen, aber nicht wieder herbringen lassen. Ah, das ist klug. Macht aber nichts. Dann setzen wir hier, das machen wir auch nicht mehr, weil die ganze Anlage baue ich ja gerade, also in dem her Sinn. Dann setzen wir hier einfach ein Lagerhäuschen hin. Machen das einfach so. Was interessant ist, ist, dass nach wie vor noch kein Keramikzug kam, weil hier aber auch keine Kiste angeschlossen ist. Kein Ding angeschlossen ist. Okay. Kein Problem. Komplett leer, haben wir komplett hier alles voll gemacht. Schön, alles mit 80.000 voll. Nice. Okay, dann schmeißen wir das hier kurz mit rein. Okay, dann sorgen wir mal dafür, dass das Keramik hierher kommt. Das heißt, Tin, Keramik. Dann machen wir hier einfach noch einen Bahnhof hin für Kupferkabel. Ich weiß, wir haben hier Kupferplatten. Theoretisch könnten wir auch die Kabel hier herstellen. Aber wenn wir es im Netz haben, warum sollten wir es? Ist ja dann doppelt gemoppelt. Aber wir können es doch. Aber wir können es doch. So. Warum läuft die Anlage jetzt schwer? Wald kaputt? Streik. Oder Waldstreik. Das habe ich eingestopft. So. Einmal bitte hier im Bahnhof hin und wir brauchen bestimmt hier auch noch einen. Und weil es so schön ist, brauchen wir hier mit Sicherheit auch noch einen. Also können wir ja schon mal ein paar einfach hinlegen. Du hörst auf, meine Drohnen zu verschießen. So, ich weiß gar nicht, was haben wir noch im System? 120 Schienen. Okay, dann können wir hier gleich mal alle Schienen reinschmeißen. Oh, die Tunnel können wir reinschmeißen, die Belader können wir reinschmeißen, die Stapelgreifer. Hast du zugelassen, dass Eigenwaggonzüge holen dürfen? Nee,
weiß ich, warum meine Anlage da nicht mehr läuft. Weil ich kein Synthesegas mehr kriege. Das würde ja das Gleichgewicht hier stören. Ja, okay, ich baue den Bahnhof um. Ja, habe ich bei mir ja auch schon gemacht. Das gleiche Problem hatte ich in der letzten Aufnahme. Ah, wieder ein schöner Beweis, wie man mir nicht zuhört. Ah ja. Hab dich auch gern. So, das ist der Keramikplatten an. Okay, jetzt haben wir natürlich die so kopiert, dass die alle den gleichen Namen haben. Hier machen wir... Warte, noch ist er kein... Ja, eigentlich wäre schön, wenn hier die Kupferkabel sind, aber egal. Packen wir sie hin. Also, dann bist du Kupferkabel an. Zack. Dann gehen wir hier mal durch und setzen die Bahnhöfe überall. Machen das einfach so, weil ich jetzt momentan nicht weiß, was hier hinkommt. So, passt. Den viel Strom. So, haben wir uns auch da. Ich habe da noch ein paar Schienen. Da können wir auch mal ein paar reinpacken. Hauptsächlich fehlen hier aber Fließbänder, wie wir sehen. Klar. Dafür haben wir ja diese schöne Kiste. Und schon kommen sie alle angestürmt. Sehr schön. Dann, das hier ist Keramik, also können wir das jetzt mal anschließen. Daran und daran. An die grüne Lampe ran. Dann kann das auch endlich mal abgeholt werden. So, und dann fehlen uns eigentlich nur noch die ganzen Sachen, die wir im Inventar nicht haben. Kleinteile, okay. Wow. Sind gerade 4000 Kleinteile verschwunden. Wer war denn da so gierig? Ich. Aber den ganzen Stapelgreifer, den ich gerade bauen muss. Ja. Na, brauche ich auch gleich ein paar. Haben wir hier irgendwo Teiler? Nee, ne? Brauchen wir gar nicht. Passt. Was wir brauchen werden, ist vielleicht Strommästen. Haben wir Strommästen hier drin im System? Ne, gar keine mehr. Okay, dann können wir die letzten auch noch reinschmeißen und hier noch. Oh, da werden keine mehr gebaut, weil Kupfergabel fehlt. Alles klar. Können wir hier rausklauen. Da. Bitteschön. Viel Spaß damit. Oh, da fehlt noch mehr. Oh. Okay, also Masten werden jetzt keine mehr gebaut. Weil? Weil kein Kreosot mehr da ist. Weil ja die Anlage an der Gummianlage dran war. Hm. Ich schnell eine hin. Er ist doch da. Mehr braucht man dafür doch nicht. Ja. Der ist das Einzige, was da gerade fehlt, genau. Oh, Schienen haben wir auch keine mehr. Oh, LED. Da braucht, glaube ich, auch Terrosot, oder? Nee, der. Da fehlt nur LED. Da oben nicht so eine hässliche Terrorarbeitungsanlage? Doch, hier. Inventar voll. Hm. So, machen wir so. Geht schneller und... Oh. Man kann die auch nochmal nachproduzieren. Passt. Hier passt noch alles. Oh, ha! Genau zur richtigen Zeit hingeschaut. Oh, Glas ist echt Mangelware. Krass. So. Hier ist immer noch der Koks-Kack-Zugstau. Gibt's ja echt nicht. Gott, ich hasse das. Alter, wie sind das? 9 Stück momentan. Ach du meine Güte.
Na, Hauptsache der kommt hier rein. Das ist nämlich das Wichtigste. Passt. Perfekt. So, hier ist natürlich Action. So, Kreos, kommt wieder. Danke. Bitte. So, können wir schon mal die Blaupause setzen? Ich weiß, das ist gerade noch nicht in Reichweite. Da wäre mein Fließband im Weg, warte. Gucken wir kurz, wären wir da im Weg? Nö, sind wir nicht. Sehr gut. Da ist sogar noch ein Hangar, perfekt. Na, wo sind die Strommästen? Na, geh mal daran. Auch egal. So, die haben auf jeden Fall eine sehr, sehr lange Zeit zu tun hier. Ressourcen werden noch eine Weile halten, denke ich, hoffe ich. Ein paar Strommästen können wir noch reinschmeißen, so. Und dann schauen wir jetzt mal. Wir müssen das Ganze ja im bisschen größeren Stil wieder bauen. Wo habe ich denn... Ich glaube, die habe ich hier reingepackt. Nee. Irgendwo habe ich die Gebäude reingepackt. Ah, die sind gar nicht mehr im System, sehe ich gerade. Verbinden wir mal das hier. So. Dann können die damit noch mithelfen. Ja, genau. Ihr seht ja hier. 27, 4 Anlagen davon. Oh. In welcher Kiste habe ich das Zeug drin? Scheiße. Ich entsinne mich nicht mehr die... In der war es nicht, oder? Ach doch, da, wo sie das alles rausholen. Okay. Nehmen wir gerade mal die Anlagen mit. Ach guck mal, die Ladestation könnte ich da hinten auch mal hinpacken. So. Das alles brauchen wir nicht. Okay. Das wäre die Höhe. Ich habe jetzt Tin, Keramik. Dann holen wir uns mal alle Anlagen, die wir brauchen. Das sind die zwei hier. Wer braucht noch Tin? Tin und Glas. Brauchen die Anlagen hier. Die brauchen auch noch Koks. Und die wiederum brauchen nur Tin. Die brauchen noch Vakuum. Okay, Vakuum müssen wir auch noch herstellen. Und die brauchen noch Eisenplatten. All das sind das noch viele Bahnhöfe, die hier fehlen. Ich brauche noch einen Glasbahnhof, einen Koksbahnhof, einen Eisenplattenbahnhof. Boah, Gott. Das wird eine Riesenanlage hier unten. Oh Gott, aber also da hoffe ich echt auf einen fetten Output nachher mit Leiterplatten, ey. Okay, dann machen wir mal, wir haben ja Keramik und die Tin schon mal an einer Stelle. Das heißt, wir können schon mal die, das sind glaube ich die Widerstände. Brauchen die beiden Gebäude das gleiche? Ah, die brauchen noch die Kupferkabel. Genau, das sind ja die hier quasi. Okay, dann ich kopiere mal kurz die zwei hier einfach mal dahin, dass wir die Einstellungen haben. So. Ah, die brauchen die Tin nicht. 20 Kupferkabel. Okay, und hier sind es 2-1 und hier 20-2. Gut, das ist klar. Also das muss auf jeden Fall einzeln auf Fließbänder drauf. Hier kann man sich schon fast überlegen, ob man alles auf 1 packt, aber warum? Ich finde gerade, ob ich eher eine Mischungsanlage mache, die beides, also die alle drei haben, quasi. Mhm. So wie, wo hatten wir denn das? War das hier? Ne, das war hier unten bei der Forschung, glaube ich. Mal kurz schauen. Hier sind es immer nur zwei Ressourcen, ne? Nee, wir bauen zwei Anlagen. Keramik ist in der Mitte. Das ist praktisch. Das ist sehr gut. Dann können wir nämlich das hier genauso machen. Ich
weiß auch gar nicht, warum ich den Weg hier so weit runtergezogen habe. Aber wir können es in der Höhe ungefähr machen. Das heißt, wir packen hier. Ach, komm, wir nehmen. Ja, wir nehmen die Höhe. Wir gehen jetzt bis hierher. Reißen mal das hier wieder ab. Keine Ahnung, warum ich so weit runtergezogen habe. Weil du es konntest. Genau. Regel Nummer 1. Weil es konnte. So. Weg mit dem Blödsinn. Blödsinn. Bauen wir erstmal eine Blaupause. Damit wieder der Titel vom Folgenamen auch in der Sendung vorkommt. Natürlich. Oh, ich würde es gleich aufbauen. Das heißt, das so und dann das so. Im Endeffekt nehmen wir dann diese Konstellation hier wieder. Weil, ich weiß auch nicht, ich bin einfach ein Riesenfan mittlerweile von dieser Konstellation. Es sieht halt auch hübsch aus. So, dann packen wir das da hin. Habe ich dir halt noch was Hübsches gezeigt. Ja. Ja, es ist auch hübsch. Also, mir gefällt's. So. So. Letztendlich, mehr brauchen wir hier nicht. Heißt, wenn wir jetzt hier noch eins kurz kopieren, dann muss hier einfach nur die Verbindung hin und fertig. Die Anlage bleibt natürlich nicht hier, ist ja klar. Die Anlage könnten wir zwischen den beiden machen. Ich würde wieder drei nehmen. Wir haben hier Anschlussmöglichkeiten jeweils zwei. Das ist jetzt die Frage, ob wir das Band aufteilen. Also ein Band für links und rechts. Oder mit zwei Fließbändern pro Anlage rangehen. Dann wären das jetzt hier zwei Fließbänder. Weil wir kommen hier mit 6 raus. Wenn wir drei Anlagen wieder nebeneinander setzen, dann hätten wir halt 2, 4, 6. Sprich dann, gut, bei die Anlage braucht ja kein Tin. Aber es gab ja noch andere Anlagen, die Tin gebraucht haben. Das waren ja, glaube ich, diese Vakuumröhren, die brauchen Tin. Ne, die brauchen kein Tin. Die hier brauchen Tin. Gut, im Notfall, ganz im Notfall können wir das hier auch wieder umbauen vom Design her. Und zwar hatten wir das, mal gucken, hier. Dann können wir es auch so machen, dass wir oben reingehen und seitlich reingehen und dann können wir hier insgesamt mit 12 raus. Bei dem hier können wir eigentlich tendenziell jetzt schon machen. Muss der hier nur weg, der Mast. Ist natürlich jetzt kleinen Strom mehr da unten, das ist klar. Packen wir den hier hin, den Strom. Hat man es da auch direkt an den Schienen dran? Ah, da haben wir das Lagerhaus ein bisschen weiter unten gehabt. Schlecht. Omi? Ja? Theoretisch kannst du, wenn du willst, hier nach rechts über meine Anlage bauen. Das sind jetzt zwar ein paar Erzfelder, aber nichts Riesiges, was so dramatisch wäre, denke ich mal. Das Rohölfeld sollte ich definitiv nicht überbauen. Ich kann es aber anzapfen. Brauchen wir das Borax? Boah. Scheiß drauf. Aktuell nicht. Boah, dann probiere ich das mal in die Richtung zu ziehen. So. Zack, 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 zack. Dann brauchen wir das nicht mehr. Dann sind nämlich das jetzt hier die 9 Ausgänge. Ebenfalls hier sind die 9 Ausgänge. Dann können wir hier direkt schon mal anschließen. So. Dann auch hier. So.
gerade so hingepasst, der Umbau. Knappe Geschichte. Okay. So, und haben wir deutlich mehr Möglichkeiten. Das heißt, wir nehmen jetzt die drei hier für die Anlage. Die können wir auch. Am Endeffekt egal, wo sie hinsitzen. Gehen auf jeden Fall so runter. Und so runter. Dann kann man das hier gemütlich so rübersetzen. So, perfekt. Okay. Das lassen wir so. Im Endeffekt können wir die Anlage sogar einfach hier stehen lassen. Ist ja weit genug von dem hier weg. Das hier war das Keramik. Das brauchen wir nur für hier, richtig? Nee, halt, das brauchen wir auch bei beiden Anlagen. Dann müssen wir es da auch direkt nochmal umbauen. Also müssen wir das hier genauso anschließen wie hier. Apropos Keramik, ich warte eigentlich schon ewig. Funktioniert die Bezugtankung nicht oder dauert das einfach nur ewig? Habe ich da außerdem blaue Greifer gesetzt? Oh! Oh, oh, ich höre schon die Kommentare schreien. Wieso ist da... Oh, fick dich, blöder Kackzug. Blöd. Blöder oh. Greifer. Kein Wunder. Ich dachte erst, die Greifer sind falsch rum, aber hat sich einfach Koks reingeschmuggelt. Koks. Überall dieses verdammte Koks. Ja, war echt. Oh, überall diese verfickten Compilertrons. So, wir gehen einfach jetzt hier auf die Höhe. Wir lassen jetzt das da. Ist doch okay eigentlich. Vielleicht ist der hier noch im Weg. Wir können ja das hier ein Stückchen weiter runterbauen. Aber tendenziell so und so. Das wären die drei Anlagen. Dann packen wir hier kurz eine Kiste hin. Ja, komm. Packen hier mal die alle rein. Was brauchen wir noch? Ja, wahrscheinlich noch mehr Strommästen. Die blauen Greifer definitiv. Können gleich mal gucken, dass welche nachgebaut werden. Aber da fehlt wieder Tonnen an Material. So. Ah, reicht nicht lang. Ja, das frisst einfach Leiterplatten ohne Ende. Nehmen wir einfach mal... Ja, toll. Ja, okay. Ich habe auch schon so viel Blödsinn im Inventar. Das ist mein Spruch. Blödsinn. Oh Gott, ich helfe da mal mit. Die Drohnen da erst das Tin da rausbringen, das ist scheiße, dann ist das nämlich im Netz. Ziehen wir die Shirt-Idee eigentlich irgendwann mal wirklich durch? Die was-Idee? T-Shirt-Idee. ja, eigentlich. Eigentlich nur ernst gemeint. Ich bin mal gespannt. Ja, kein schlägt es ja immer vor, aber dann ist passiert nie was. Deswegen. Mal gucken. Er hat erst vor kurzem wieder drauf angesprochen. Aha. So. Leider können wir hier nichts. Oh doch, das. Nee, das ist so angeschlossen. Das können wir nicht übernehmen. Ich suche gerade eine Anlage, die wir vielleicht übernehmen können vom Anschließen her. Von der Aufteilung vielleicht hier bei den Anlagen. Aber das sind die Abstände zu groß. Macht nichts. Also, das ist ja die Ausgabe. Das heißt. Hier kommt dran, da kommt dran.
halt das mal falsch. So, ich würde jetzt einfach das mal ganz knallhart, hoppla, ganz knallhart falsch bauen. So, das war falsch gebaut. Jawohl. So, da noch dran. Bis hierher. Würde ja eigentlich Sinn machen. Können wir das nämlich ohne Probleme einfach weiter runterziehen. Das wäre dann hier, das wäre da, da, da und da. Und dann müssen wir uns nur noch Gedanken machen, wie wir halt dann die anderen Rohstoffe hier rankriegen. Oder wir setzen das hier halt ein bisschen höher. Ja, wäre vielleicht besser, wenn wir das hier eher hier hinziehen. Ich reiß mal das weg kurz. Packen wir es mal dahin. Das ist interessant. Was machen eigentlich die ganze Zeit die Drohnen? Auf was wandern die denn? Schöneres Wetter. Und da oben machen sie nichts mehr? Oh, guck mal. Ach, guck mal, hier, da fehlen Bomben. Da. Viel Spaß. Oh, Bombendrohnen. So, dann kann ich das hier, hoppla. Da anschließen. Beziehungsweise, nee. Immer schön gerade hoch. Das ist schöner. Ach, das ist praktisch, dass hier oben quasi schon so ein schöner Ölbahnhof ist. Hä? Ja, ich habe hier drunter ja quasi nochmal ein Ölfeld gehabt. Wo bist du denn? Schließ es aber dann an den Tank auch an. Wo ist er denn? Ach, da hinten ist der Nacht... der Promi. An welchen? An den Tank hier oben. Der Nachtpromi? Der Nachtpromi. Oh, ja, dann wird eh auf beide verteilt. Brauchst nur oben anschließen. So, bin ich hier irgendwie nicht in der Bauzone? Oder was ist los? Haben die hier keine Fließbänder mehr? In der Zone. Die haben tatsächlich meine 1400 oder wie viel ich da reingeschmissen habe, schon verbaut. Okay. Was hier ist ein Zoni? So. Was auch immer. Alles wird gut, Jungs. Bist du dir da sicher? Wir verbrauchen definitiv wenig Öl. Okay. Ach, ich hab's mit MK2 aufgebaut im die Blue-Pause. Oh. Blue-Pause? Oh, schöner Begriff. Ein Blue, ne? Würde es dann andersrum ein Blaupprint? Ein Blaupprint. Ah, es ist spät. Ich bin von gestern einfach noch mega fertig. Ich hab sogar heute Mittagsschlaf gemacht, der nichts gebracht hat. Mittagsschlaf? In deinem Alter? Mhm. Halt nichts mehr gewöhnt, die heutige Jugend. Echt mal. Naja. Niob. Oh oh. Das letzte Mal, wo ich bei Niob war, war hier leer. Scheiße, ja. Niob ist leer wie sonst was. Hat gerade jemand noch Niob-Platten im Inventar? Ich bräuchte sie ganz dringend. Ich hab irgendwie 16 Stück noch, ja. Ja, besser wie gar nichts. Ich habe alles in Untergrundrohre verbastelt, glaube ich. Okay. Was brauchst du sie denn? Electronic Factories MK2. Ach so, nee, damit kann ich nicht hin. So, Hydrogenchloride ist hier alle. Und hast du schon bekommen, ne? Danke. Und Hydrogenchloride ist alle, weil... Ernsthaft? Ja.
Weißt du nicht was, aber ja. Aber irgendjemand macht mir hier schon wieder Chaos. Das denke ich mir auch gerade. Brummi? Hä? Fehlt hier nicht irgendwas? Wieso? Wie entsteht das? Das wird nicht mehr gebraucht? Nö. Wer sagt das? Das, was du da in dem Kistchen da dahinter hast, hinter der Dingens, das ist ja, mache ich ja im großen Stil. Dann verfolg doch mal die Hydrogenchloride-Leitung, die da weitergeht. Warte. Das ist schön, dass du, also du hast gerade die Neo-Produktion hast du damit quasi gecancelt. Das ist schon mal gut. What? Man muss schon gucken, wenn du abreißt, wo die anderen Leitungen hingehen. Ich habe abreißen, weil deine Anlage es nicht mehr braucht und die anderen Rohre sind egal. Das machen ja, hier auch einige, habe ich das Gefühl. Das Teil ist absoluter Schwachsinn. Ja, aber es hat funktioniert und es ist egal. Wir reißen nicht ab, wenn es nicht woanders schon aufgebaut ist. Wo kann ich mir das jetzt kopieren? Machst du es mit dem gleichen Prinzip? Die Hydrogenchloride. Hä? Wie? Was? Wo? Du musst. Ah da, ja, das ja. Ist das da hier. Okay. Dann kopiere ich mir mal das da. Weil es ist ja alles da. Quasi. Es fehlt ja nur das Gebäude. Wieder hinsetzen. So, ja, eine Chemiefabrik. Chemie. Och, was fehlt? Leiterplatten. Warum? Warte, ich baue kurz mal. Nee, ich mach schon. Alles gut. Lampen für das Ding habe ich in der Tasche, oder? Zack. So. Was kommt in die obere Kiste rein? Achso, das sind die Lampen, die ab und zu. Ja. Das muss leer sein, weil der Punkt ist, die verbraucht ja nur zu 50% diese Lampen. Aber die Lampen bleiben halt drin, wenn ich sie nicht mit diesem Kreislauf raushole. Und dann produziert das Ding nicht weiter. Das ist total bescheuert. Huch. Ernsthaft. Ja, hab schon kapiert. Ach, da war das. Dann halt so. So, jetzt. Hast du gesehen? Mhm. So, jetzt müsste auch wieder Niob hergestellt werden. Das ist natürlich ärgerlich, dass ich jetzt gerade viel Niob in Massen brauche und es ist gar nichts da. Dann drehen wir mal den Belader, weil sonst werden nämlich erstmal Rohre gebaut ohne Ende. Okay. Dann, gut, wir können ja trotzdem hier zumindest weitermachen, in der Hinsicht, dass wir die Fließbänder schon mal hinbringen. Keramik, wir brauchen jetzt hier eins, auch zwei pro Seite quasi. Machen wir hier genau das Gegenteil, das heißt, wir fangen hier drüben an. Entweder wir gehen, ja doch, wir gehen hier runter. Und verteilen es dann von dort aus. Na. Ah. So. Dann gehen wir einfach hier rüber, komm. So, dann dahin. Dann hier sogar. Ah, schade, um ein Feld hat es nicht geklappt. Schade. Da hat es perfekt gepasst. Sehr schön. Solche Zufälle mag ich immer. Dann 1, 2, 3.
das hier drauf, das da drauf, das da drauf. So. So, perfekt. Dann ist das auch versorgt. Das heißt, die Anlagen können auch theoretisch arbeiten, wenn wir dann die Ressourcen hätten. Dann würde ich das jetzt erstmal... Ja, warte, eins kurz. Zack, zack, zack. Finde den Fehler, wenn du soweit bist. Finde den Fehler, wenn du soweit bist. Warum ist der da reingefahren? Das ist eine sehr gute Frage. Halt durch den Kombinator wird das da, wird der Nuther durchgelassen. Was man auf dem Strommast sieht. Hä? Ich schick den mal wieder ins Lager. Dann kann er sich da wieder leer machen. Vielleicht hat der arithmetisch einen kurzen verpasst. Oder, nee, warte mal, der ist gar nicht damit verbunden, oder? Wenn der arithmetisch einen kurzen hat, hat er keinen Strom und gibt gar nichts durch, also. Nein, dass der einen kurzen verursacht hat. Einen Programmfehler quasi im LTM. Der arithmetische ist auch mit dem Mast nach unten verbunden, ne? Das ist schlecht. Dürfte er nochmal nicht. Nee, das ist egal. Das spielt keine Rolle, weil der... Keine Rolle, meinst du? Ach so, warte mal, hä? Der es... dürfte normalerweise nicht, oder? Es ist ja nur wichtig, was auf dem linken Strommasten drauf ist. Und auf dem linken Strommasten siehst du nur Teer. Warum der nach unten verbunden ist, weiß ich nicht, aber die Verbindung der ist... Ausgang, der Ausgang von dem arithmetischen dürfte doch nicht nach unten verbunden sein. Nee, weil sonst gibt er sein eigenes Signal immer noch mal zusätzlich ins Netz. Ja, aber was macht er nicht? Laut dem Mast... Ich verstehe, ich weiß, was ihr meint, aber laut dem Masten... Nee, das ist nicht verbunden, das seht ihr falsch. Das ist eine Optikfehler. Ja. Guck, dreh doch mal. Guck. Ah, okay, hast recht. Ja, das passt schon alles. Ich. Keine Ahnung, warum der Zug dahin ist. Das ist sehr merkwürdig. Very weird. Mal ein Auge drauf halten. Ja. Ich habe mir jetzt einfach ein Synthesegas-Lager wieder rübergeschickt. Kann er sich da wieder leer machen? Vielleicht noch beim... Ja, wobei, das kann auch nicht sein. Ich habe gerade überlegt, ich habe ja vorhin, als ich den Teerbahnhof gebaut habe, habe ich ja den oberen Bahnhof runterkopiert. Und dann waren sie ja kurz gleichnamig. Aber... Aber das wäre schon zu lange her, denke ich. Eigentlich schon, ja. Aber ganz schön was los hier, ne? Oh ja, ich sehe schon, hier fehlen massenhaft Greifer. Und die fehlen mir generell, weil natürlich, wie soll es anders sein? Was fehlt denn? Natürlich die Leiterplatten. Wäre doch langweilig, wenn es anders wäre. Ja, ja, eben, eben. Und die Kleinteile. Kleinteile. Zack. Jetzt sind wir auch schon wieder voll im Inventar. Bis zum geht nicht mehr. Ich habe sogar organische Lösungsmittelfässer hier im Inventar. Warum? Oh, ist auch schon voll. Packen wir es hier voll rein. Okay. Würde ich sagen, Gottes Willen, die Dinger werden schon wieder viel zu lang. Ich würde sagen, wir machen hier erstmal wieder Feierabend. Ich sehe, hier fehlt noch ein Fließband. Alles klar. Wir machen Feierabend. Dankeschön fürs Zuschauen. Wie es weitergeht, natürlich wie immer, das seht ihr einfach beim nächsten Mal. Nicht vergessen, die anderen Jungs haben auch ihre Kanälchen. Einfach mal runter in die Videobeschreibung gehen. Da gibt es zu jedem Kanal einen Link. Einfach vorbeigehen, Hallo sagen. Ansonsten, Forum haben wir auch noch, nation42.de. Da gibt es dann auch die direkte Verbindung ins Forum. Und wir sehen uns dann einfach beim nächsten Mal wieder. Macht's gut, haut rein und ciao. Ciao.